vor dem Wochenende und es soll ja ein schönes werden, ist die Frage, ob es nicht nur wettertechnisch, sondern vielleicht sogar marktseitig ebenfalls ein schönes ist. Die besonders häufig gestellte Frage, wollen wir mal drauf schauen, mit was wir vielleicht heute vor dem Wochenende noch rechnen müssen, können oder dürfen. Ich habe hier mal den Dow Jones anfänglich mit drin, noch mal ganz kurz zur Orientierung, 15 Minuten Chart hier, wir werden gleich natürlich noch mal eine Stufe tiefer gehen, übergeordnet gibt es ja immer das Update vor oder nach dem Wochenende, das machen wir jetzt hier nicht, aber diese starke Abwärtsbewegung ist hier die Aufwärtsbewegung und so der allererste Blick, den ich hier habe, ist, ist das eine starke Aufwärtsbewegung, ja oder nein? Wir wechseln mal zum S&P 500. Ist das eine starke Bewegung, ja oder nein? Das ist jetzt der 5-Minuten-Chart. Ich zoome mal ein bisschen ran. Wie seht denn ihr das? Gucken wir uns das mal an. Wenn ihr nur diesen Chartausblick seht, sagt ihr, ja, so sieht das aus, wenn Leute begeistert sind und kaufen wollen. Oder ist das etwas, wo ihr sagt, es zeigt noch ein bisschen die Zerrissenheit im Markt? Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sehr starke korrektive Züge, alleine schon wegen der vielen Kursüberschneidungen. Selbst wenn man hier mal einen rauslässt, manchmal ist man ja gewogen, ja, nee, das ist eine Sondersituation, den Peak, den darfst du nicht zählen, ja, dann lassen wir den draußen. Trotzdem, dauernd hoch, runter mit vielen, vielen Überschneidungen das Ganze hier. Auch hier gegen Ende wieder, der hier und der, die überlappen. Ich weiß, viele können das nicht mehr hören und sagen sich, was für ein Mist ist das denn? Aber so sieht es nicht aus, wenn der Markt eine starke Bewegungsrichtung hat. Das ist etwas typisch Korrektives. Wenn aber doch aufwärts korrektiv ist und die Abwärtsseite zum Schluss doch sehr stark, dann ist der Verdacht da, dass es nachher nochmal weiter nach unten geht. Also, vorm Wochenende shorten jetzt. Nochmal für heute Nachmittag. Gucken wir mal. Eine Sache, die mir noch ein bisschen Beruhigung gibt, ein Rücksetzer, der geht gerne bis, na von wegen Beruhigung, geht bis zur 38er Marke. Die haben wir gesehen. Das heißt, tatsächlich ist es so, gehen wir durch diese Zwischentiefs. Ein aggressiver Short-Einstieg wäre vielleicht das hier. Vielleicht ein etwas klassischer jetzt so diese Marken. Wer es nicht genau sehen kann, beim S&P 500 ist das in etwa 38.090, sagen wir mal. In etwa, das ist hier auf dem Future gerechnet, müsst ihr bitte anpassen, wenn ihr auf andere Kontrakte da zurückgreift oder auf den Index per se jetzt guckt. Das ist der S&P 500 E-Mini Future, das Ding, was man normalerweise da handelt als Insti. Und das ist eine ganz gute Basis, auf die man da gucken kann. Und da sehen wir, das wären eigentlich Marken, dass wir dieses, wenn das durchstoßen wird, dass ein Zeichen ist, aufwärts ist rum und es geht weiter nach unten mit durchaus Potenzial. Nicht nur auf diese Marke, sondern noch niedriger. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, übergeordnet. Ich gehe noch mal einmal auf das große Bild. 3800, also 3800, um es anders auszudrücken, ist sowieso noch eine Marke, die sehr, sehr realistisch ist. Andere würden das vielleicht auch nochmal argumentieren, naja, wenn wir das hier vorne haben, irgendwie eine Fortsetzung. Naja, es führt uns in diese Region und unter Umständen sogar noch tiefer, denn so ein Dreiweller hier gegen Ende ist ja nun auch nicht wirklich typisch. Da würde ich fast schon sagen, naja, dann geht es sogar noch fünfwellig und dann tauchen wir sogar noch tiefer ein. Und dann wird das Ganze halt immer doofer. Immer doofer ist das richtige Stichwort. Beim Nasdaq ist es ja ebenfalls ordentlich nach unten gekommen. Allerdings sind wir hier noch an dieser Unterstützungsmarke der 11.000, der 12, ja, sagen wir, knapp unter der 12.000. Hier 11.000, irgendwas, 700 war es. Aber auch hier ist die Aufwärtsbewegung nicht mehr so richtig dolle, wenn wir uns das mal angucken. Und ihr seht, dass auch hier die rückwärtigen Bewegungen stark, naja, was heißt stark, aber auf jeden Fall mal überschneidend sind. Jetzt eine gute Nachricht. Für all die, die jetzt am Nachmittag unterwegs sind. Das ist nochmal das Bild, was ich euch gerade gezeigt habe. Dieser Anstieg, ein bisschen im Nahkampf. Die Abwärtsseite sieht auch nicht wirklich viel stärker aus. Also ich sehe im Moment jetzt noch keinen starken Abwärtsdruck. Hier übrigens, nur mal so sieht Abwärtsdruck aus. Wenn ihr das habt, wenn ihr dann was Wackeliges in der Gegenbewegung habt, das als Fortsetzung nochmal, das wäre sehr typisch. Jetzt ist es aber so, dass diese Abwärtsbewegung von hier bis hier, naja, entweder unterbrochen ist, durch diese ABC-Korrektur und dann hier nochmal runter geht, dann sind wir dreiwellig. Das wäre Korrektur. Das lässt hoffen, dass wir vielleicht heute Nachmittag sogar nochmal ein bisschen nach oben gehen. Oder in anderer Form einfach diese Gegenbewegungen überschneiden sind. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, dann hätten wir ja auch in dieser Abwärtsbewegung wieder eine Überschneidung. Also auch wieder ein Argument, das dafür spricht, dass das sehr realistisch
in dieser zugegeben doofen Aufwärtsbewegung aber immer noch ebenfalls korrektiv aussieht und deshalb nicht für die Shorts einlädt. Ich sehe also eine gewisse Chance, dass wir heute im Laufe des Nachmittags nochmal weiter hochgehen und damit vielleicht sogar diese Hochs hier nochmal rausnehmen. 12.100 beim Nasdaq Future, das ist übrigens der Nasdaq 100, das ist der typische Future, nur dass ihr das einordnen könnt, nicht der Composite, man nimmt dafür den Nasdaq Future, der auf den Nasdaq 100 Index sich bezieht. Man könnte jetzt also vorgehen, ich will jetzt nicht, jetzt sind wir im Minutenchart, aber ihr seht, dieses Verhaltensmuster, das geht natürlich hier auch und das wird natürlich hier ebenfalls gehen. Das heißt, wenn wir hier stark mal hochgehen, wackelig runter, dann eben die Aufwärtsrichtung. Also dadurch, dass das sehr korrektiv aussieht, sehe ich eine ganz gute Chance, dass Hopfen und Malz, hätte ich fast gesagt, dass Pfeffer und Salz, nee, auch nicht. Aber dass die Hoffnung noch nicht verloren ist, sagen wir es mal so. Und dass wir durchaus noch wenigstens ein bisschen nach oben gehen können, vielleicht nochmal in die Richtung 12.100, 200, irgendwie was in der Richtung. Und dann wird sich entscheiden, ob das wirklich die schwache Richtung bleibt. Allerdings umgekehrt, wenn wir hier durch diese Tiefmarken hier durchgehen oder durch diese Tiefmarke, also die erste aggressive Tiefmarke 11.960 bzw. 11.850 in etwa, die sollte man sich merken, das wären keine wirklich guten Anzeichen und würde nicht nur diese Marke ins Spiel bringen, sondern auch noch gegebenenfalls weitere Tiefs als weitere Fortsetzung nach unten im Sinne von stark runter, wackelig hoch, Trigger hier und dann die Fortsetzung erst nochmal nach unten. Wie sieht es beim DAX aus? DAX-Index ganz kurz, weil hier hatten wir so eine Zeichnung drin und dann seht ihr, da habe ich gesagt, guck mal, das würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Und deshalb, ich zeige das bewusst so, damit ich euch nicht einsuggeriere, so von wegen, guck mal, da liegt immer richtig mit seiner Aussage. Ich habe gesagt, das wäre durchaus typisch. Wir bräuchten aber A, B, C und einen Trigger hier an der Marke. Und jetzt gucken wir mal, haben wir ja nicht gekriegt. Wir haben hier kein A, B, C, das getriggert ist. A, B, C von mir aus, aber der Markt ist weiter nach oben. Das heißt, dieses Bild ist vorläufig rum. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht da einer Idee verhaftet seid und sagt, so sehe ich es auch, genauso wird es passieren. Nein, als Händler sind wir die Flexiblen im Markt. Und wenn ihr sagt, aber 15 Minuten gucke ich nicht, ihr könnt auch flexibel sein im Tageschart, im Jahreschart, dann seid ihr halt viel seltener flexibel, aber ihr seid dann trotzdem flexibel. Der DAX auf den Index bezogen im Moment stark nach oben. Wenn der jetzt wackelig runterkommt, was? Jawohl, dann hätten wir eher eine Chance, dass es erst nochmal nach oben geht. Trigger wäre dann diese Marke. Dafür brauchen wir aber den Rücksetzer, der ist jetzt noch nicht zu sehen aktuell. Zumindest mal nicht in dem Ausmaß. Hier nochmal der F-DAX im 5-Minuten-Chart. Behaltet das im Auge. Irgendwie Rücksetzer so auf halbe Höhe. Ihr könnt Fibonacci immer vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Das kann sich nachher noch ändern. Wenn der Kurs erst noch weitergeht, müsst ihr natürlich auf den dann höchsten Punkt rechnen. Das wissen wir noch nicht. Im Moment wäre es so die Zone ungefähr 14.000, vielleicht ein bisschen tiefer, bis 13.850. Irgendwie so in der Richtung. Das wäre cool, wenn der Kurs das in einer korrektiven Verhaltensweise macht, dann wäre das ein toller Anstieg. Für heute wahrscheinlich dann allerdings eher nicht mehr der Anstieg, sondern wenn dann dieser Rücksetzer. Wenn jetzt Amerika es wirklich hoch schafft, kann es ja sein, dass der DAX erst noch nach oben geht und das eine Geschichte für Montag im kurzfristigen Chart ist. Bis dahin gucken wir uns das aber wieder an. Also ihr seht, der Markt ist nicht ganz einheitlich, muss er ja auch nicht. Wir haben das jetzt ja häufiger schon besprochen und mitgesehen, miterlebt, dass die Märkte unterschiedlich unterwegs sind. Der amerikanische Markt einigermaßen ähnlich. Der Anstieg ist noch nicht so richtig überzeugend. Der jüngste Abstieg hier auf Minute da hinten allerdings auch nicht. Der Markt also noch zerrissen mit Tendenzen leichter nach oben, wie ich finde. Ich habe euch ein paar Marken als Trigger, als mögliche Trigger genannt, die man im Auge behalten sollte, dass der Markt an den Stellen gegebenenfalls kippt. So, bevor jetzt eure Stimmung kippt, entlasse ich euch jetzt in den Markt nochmal, schaut nochmal ein bisschen mit drauf. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr, egal in welche Richtung, egal in welchem Markt und in welcher Zeitebene, ihr möglichst häufig, immer wäre vermessen, aber möglichst häufig richtig liegt. Dafür drücke ich euch beide Daumen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis anschließend, da hören wir uns dann wieder. Ciao, ciao.